Adventuresoft presents Simon the Sorcerer. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zu Let's Play Simon the Sorcerer mit dem Gecko Climber. Ja, und da sehen wir auch schon den guten Simon. Ja, hallo. Und, ups, da kommt was. Für meinen ersten Trick ziehe ich den Hund aus dem Hut. Juhu, ein Hund aus dem Hut. Dankeschön, Chippy. Und nun was besonders Schweres. So, created and designed by Simon Woodrop. Beeindruckt, hey. Ne? Nun schaut her. Du sollst mich nicht unterbrechen, Mann. Ja. Ja, das geschieht dir jetzt gerade recht. Ups, das lebt ja. Ich probier's noch einmal. Der Zauberstab funktioniert immer. So, programmed and produced by... Langsam beginne ich zu verstehen. Und nun der nächste Trick. Sag mal. Yo. Na dann, zurück in den Hut damit. Cover Illustrator and Lead Artist, Paul. Ziemlich gut, was? Ich bin Autodidakt, weißt du? Ja, so schnell kann ich nicht lesen, Mann. Ich kann nicht glauben, dass du so lange zuschaust. Ja, ich kann nicht glauben, dass du so einen Scheiß hier treibst. Yo. Yo, schmeiß weg das Ding. Ich hätte schon längst abgebrochen. Komm, wir wollen das sehen. Ja, ist wieder so viel, was ich nicht... Ich rieche etwas Angebranntes. Warte. Tja, das kommt davon. Ich will wissen, ob du es besser kannst. Och. Ja. Vielleicht finde ich einen besseren Hund. Ein besserer... Wow. Okay. Ich konnte sie nicht mal nach ihrer Nummer fragen. Tja. Nicht mehr reden können, oder was? Und nun etwas Traditionelles. Tja, der hat gefehlt. Einen jedes Mal wieder um. So, dann sind schon die Spieltester da. Ich versuche noch einmal die Frau. Achtung. Puh, hübsch. Und da ist ja der Hund wieder. Macht nichts. Ich mag Frauen mit Pep. Aha, so einer bist du also. Okay. Ja, und dann sind wir schon bei einem Teil des Intros soweit. Und ja, ich werde mir jetzt einfach mal mein großes Intro gefragt will mal etwas aufheben, weil der gute Chippy hat da was gefunden. Und hinten rechts die Augen. Bitte beachten. Diese Hausaufgaben langweilen mich. Ich suche den Hund und stecke ihn in den Trockner. Also wirklich, sowas macht man doch nicht. Und wie er so schön läuft, so schön animiert. Ja, also das Spiel ist, muss ich jetzt auch mal dazu sagen, von 1993. Also noch aus dem vorigen Jahrtausend. Ach, hier bist du. Was ist das? Das alte Zauberbuch? Was für ein Haufen alter Krempel. Hui, was ist denn das? Ja. Und Hundilein geht durch und wir haben natürlich nichts Besseres zu tun, als direkt hinterher zu latschen, wie es sich gehört. Okay, Jungs. Dieses magische Papier bringt Essen. Mhm. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Alizigi alzangi! Alzongi alzungi! Ups. Hi, wie geht's? Nicht gut. Gar nicht gut. Nicht viel Fleisch an ihm dran. Runter, du kleiner Happen. Hey. Braucht noch etwas mehr Pfeffer. Ups. So, gut. Die sind wir los. Haha. So, und dann sind wir schon irgendwo. Und sehen schon unser Menü. Lieber Simon, herzlichen Glückwunsch.
Du wurdest aus buchstäblich Hunderten von Bewerbern ausgesucht, um dich auf eine gefahrvolle, aber nichtsdestotrotz interessante Reise zu begeben, wofür du eine hohe Belohnung erhalten wirst. Alles, was du tun musst, ist, mich aus den Händen des bösen Zauberers Sordid zu retten. Zögere nicht, mein wertvolles Zauberbuch und meinen treuen Hund zu Rate zu ziehen. Ich freue mich schon auf unser Treffen. Ich wünschte, du wärest hier. Mit herzlichen Grüßen, Calypso, Obermeisterzauberer des Dorfes Fleur Deli. PS, bevor du das Zauberbuch benutzen kannst, musst du ein Zauberer werden. In der Kneipe sind ein paar Zauberer, die dir vielleicht weiterhelfen. PPS, die zwei magischen Karten werden dir helfen. So, und jetzt darf ich endlich... Oh, wundervoll. Ich stecke in dieser blöden Welt mit diesen blöden Klamotten fest und nirgends eine Pizzeria zu sehen. Wenn das kein Traum wäre, müsste ich mir Sorgen machen. Ja, das geschieht dir jetzt gerade recht. Menschenskinder, nee, mich dauernd zu unterbrechen, also wirklich so. Jetzt darf ich aber endlich auch mal reden. Ja, hier ist der Gecko Climber, hab ich ja schon gesagt. Und wir spielen jetzt ein wunderschönes Adventure aus dem Jahre 1993. Oh mein Gott, da werden wahrscheinlich einige von euch noch gar nicht auf der Welt gewesen sein. Ja, dieses Adventure, jo, ich hab gerade gesehen, dass es bei GOG jetzt auch die deutsche Version davon gibt, die ja eigentlich auch relativ gut ist. Und ich muss sagen, dieses Spiel hat mir schon so einige kleine Lachflashs beschert. Ja. Und zwar aus verschiedenen Gründen, die wir auch unter anderem noch sehen werden. Ich meine, ich bin hier, ich habe ein bisschen noch rumprobiert. Wie ihr euch vielleicht aufgefallen ist, es gibt hier leider keine Untertitel. Das hat damit zu tun, dass damals, es gab eine Floppy-Version, es gab eine CD-Version. Die Floppy-Version hatte sämtliche Untertitel und die haben sie aus welchem Grunde auch immer auf der CD-Version wieder rausgenommen. Fragt mich nicht, warum. Ja, und der gute Simon packt erstmal seinen tollen Walkman hier aus. Das war der erste Lachflash, den ich vorhin hatte, als ich das hier angetestet hatte und geguckt habe, ob ich nicht vielleicht doch noch irgendwie die Untertitel dahin kriege und wie er schön mit dem Fuß wippt. Ach, das ist herrlich. So. Okay, jetzt haben wir aber genug gequatscht. Wie gesagt, wir spielen Simon the Sorcerer. Und bevor wir jetzt irgendwo hingehen können, muss er jetzt natürlich erstmal seinen Walkman wieder einstecken. So. Okay, da ist das auch mal gezeigt. Jetzt gucken wir uns mal den Hund an. Schau an, Hündchen. Mein kleiner Hund, Chippy. Okay. Der Hund soll uns helfen, hat der Calypso da gesagt, wenn wir mit ihm reden. Ich möchte ihn nicht wecken. Okay, wir dürfen ihn nicht wecken. Da haben wir hier eine Schublade. Ja, erstmal hier alles untersuchen. Eine flache Schublade im Schreibtisch des Zauberers. Okay, das heißt, die können wir bestimmt aufmachen. Öffne Schublade. Oh, schau mal einer an. Da ist eine Schere drin. Oh, Scheren. Ich habe gedacht, eine und nicht mehrere. Na, ist egal, wir nehmen die einfach mal mit. So, wir haben eine Schere. Scheren. Ja, na gut, wie auch immer. Ja, wie gesagt, auf GOG war das Spiel die ganze Zeit nur auf Englisch zu haben. Das machen wir hier mal wieder zu, dass keiner merkt, dass wir da waren. Und ich habe jetzt gesehen, dass seit ein paar Tagen dann auch die deutsche Version draußen ist und, also nicht draußen, sondern halt bei GOG verfügbar und deshalb habe ich mir es direkt geholt. So, hier ist ein Magnet. Guck mal auch mal kurz an. Das ist ein wahres Prachtexemplar seiner Gattung. Wow, ich glaube, den sollten wir vielleicht auch mal mitnehmen. So, den Magneten haben wir auch. Klingeling. So, und dann haben wir hier einen Kühlschrank. Angucken. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Tja, wer hätte denn das auch erwartet? Mal gucken, was der Calypso so an Vorräten hat. Die Tür scheint zu klemmen. Die Tür klemmt. Können wir die mit dem Magneten öffnen? Moment. Benutze Magnet mit Kühlschrank. Das geht doch so nicht. Na gut, es hätte ja sein können. So, dann haben wir hier einen mystischen Wandteppich. Schauen wir uns den mal an. Ein seltsames Bild mit seltsamen Symbolen. Okay, können wir denn mit dem reden? Ist einfach so eine Idee.
Es ist unmöglich, eine Konversation mit einem leblosen Gegenstand zu führen. Ja, das habe ich so manches Mal auch schon gedacht. So, hier ist der Krempel eines Zauberers. Da sollten wir auch mal noch reingucken. Das muss Kalypsos Krempel sein. Hui, toll. Können wir da, nehmen? Was soll ich denn mit dem Haufen Schrott? Ja, ist ja gut. Hier, das Bett finde ich auch relativ hübsch gemacht, da mit der Leiter hoch und dann hier oben so unten drunter. Ist ganz nett. So, und es gibt ja hier in diesem Spiel, habe ich auch schon festgestellt, die magische F10-Taste. Sonst ist es überall die Leertaste. Die uns zeigt, wir haben hier mit allem gesprochen, was wir sprechen können. So, dann gehen wir mal raus und schauen uns mal ein wenig um. Weil wir haben ja noch nicht viel gesehen. Wir wollen ja in die Kneipe zu den Zauberern. So. Okay, ich muss sagen, ich kenne das Spiel ein klein wenig. Das ist die Hütte. Laufen wir erstmal hinter die Hütte und schauen uns mal ein wenig um, was wir hier noch so alles finden. Oh. Ein Komposthaufen. Mit, da wachsen... Ui, ui, ui. Der sollte vielleicht mal was gegen die Schimmelkulturen hier tun. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ein Haufen magischen und stinkenden Kompostes. Hm, das sagt er so, als würde er davon was haben wollen. Das würde meine Nase überfordern. Ach komm. So, Kompost, Kompost, Kompost. Nö, gut, gehen wir mal wieder vor die Hütte. Ja, das Spiel gilt als ein relativ schweres Adventure. Allerdings muss man auch dazu sagen, es darf durchaus mit in einem Atemzug genannt werden mit Titeln wie Monkey Island oder anderen großen LucasArts-Artikeln. So, hier ist der Schmied. Können wir mit dem reden? Huh, der macht aber... wo ist denn hier Reden? Hax! Da unten ist Regen. So, rede mit Schmied. Hallo, Schmied. Guten Morgen. Er ist zu vertieft in seine Arbeit, um mich zu hören. Da ist ein Amboss. Wahrscheinlich müssen wir hier irgendwas drauflegen. Moment, können wir den Magnet benutze? Magnet mit Amboss. Wenn er das Ding das nächste Mal. So. Das geht doch so nicht. Nee, gut. Aber ich denke, da ist ein Klöppel. Nehmen wir mal mit. Vielleicht brauchen wir den ja noch. Ach, den kann er sogar einsacken. Ist sehr hübsch. Ein Klöppel. Okay. Schmied. Stangen, Kohle. Da ist die Tür des Schmieds. Können wir die aufmachen? Es ist abgeschlossen. Ach nee. Der steht hier direkt vorne dran und macht dir zu. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Wir wollen ja in, wie heißt es? In die Taverne. So. Da haben wir Enten. Ein Bauchladenkrämer. Naja, als Bauchladen würde ich das jetzt nicht unbedingt bezeichnen. Eine Statue. Die gucken wir uns doch mal an. Schau an, Statue. Ich frage mich, warum da kein Graffiti drauf ist. Die Frage ist gut. So, da können wir noch lang. Wir gehen jetzt erstmal diesen Weg, weil wir wollen ja zu den Zauberern im Gasthaus. Jo. Und halt, wie gesagt, wir spielen die deutsche Version zum einen. Da ist noch ein Laden, da können wir im Moment noch nicht, also könnten wir auch rein, aber ich will jetzt erstmal darüber gehen. Ich kenne das Spiel, wie gesagt, nur teilweise und die deutsche Version spiele ich aus zwei Gründen eigentlich. Zum einen, weil sie, wir gucken erst. Zum einen, weil sie sehr gut übersetzt ist und zum anderen, ja, weil es halt einfach mehr Spaß macht, finde ich. Also es ist eine gute Version soweit und man kann es durchaus so spielen und ihr seid Diese Kneipe heißt zum betrunkenen Druiden. Tja, The Drunk Droid. Das kommt im Englischen klein wenig besser, aber macht ja nichts. So ein paar Sachen kann man einfach nicht übersetzen. So, dann wollen wir doch mal die Tür öffnen und hier reingehen. In die Kneipe. So. Erinnert euch das an etwas? Oh Gott, da ist sogar eine Fruit Machine. Okay. Da haben wir einen Zwerg, einen Barkeeper, die Walküren. Ja, der ein oder andere könnte jetzt vielleicht meinen, dass
ihn das hier vielleicht ein wenig an Monkey Island erinnert, an den ersten Teil. So, wir haben noch 5 Minuten Zeit, das heißt, wir werden es hier vorne mal mit den ganzen Leuten quaken. Oder nö, wir gehen jetzt erstmal ins Hinterzimmer. Einfach nur mal uns hier überall in Ruhe umgucken. Damit wir einfach mal gesehen haben, was noch kommt hier an dem Hinterzimmer sitzen. Heute ist die herrschende Windrichtung Norden, ja? Ja. Nicht zu dieser Jahreszeit. Osten ist weitaus angenehmer. Ja. Aber im Spiel ist es Norden. Das haben ist Schwachsinn, wenn du mich fragst. Es ist im Ganzen nicht sehr realistisch. Lass mal die doch einfach mal quaken und bleiben mal kurz hier. Und quatschen uns mal kurz mit dem Zwerg reden wir mal als erstes. Und dann können wir uns dann nämlich in der Folge hier vielleicht mal noch auf der Seite hier aufhalten. Und in der nächsten Folge dann anfangen wirklich jemand... Ich möchte ihn nicht weg. Oh, das ging schnell. Ja. Dann als nächstes der Barkeeper. Guten Morgen, Barkeeper. Guten Morgen, Junge. Weißt du, wo Kalypso hingegangen ist? Die Frage ist gut. Ich meine, wir wissen zwar schon, der ist entführt worden, aber vielleicht weiß er ja, wo wir hin sollen. Weißt du, wo Kalypso hingegangen ist? Nee, aber dann haut der alte Kerl einfach ab, ohne jemandem was zu sagen. Magische Zutaten sammeln, sagt er. Wer weiß, welche Krankheit ihn befallen könnte. Besonders, wo dieser Sordid hier rumläuft. Tja, was weiß er denn über diesen Sordid? Wollen wir schon gerade von dem reden? Was weißt du über Sordid? Geht so. Er wohnt oben in den Craggy-Bergen und bleibt gewöhnlich allein, doch er hat meinen Umsatz verzehnfacht. Wie kann Sordid den Umsatz steigern? Ja, die Frage ist gut. Ja, wieso hat er die Leute irgendwie verzaubert? Ich glaube, das ist schöner. Wieso? Hat er die Leute irgendwie verzaubert? Nein. Das ist eine lange Geschichte. Anscheinend will er die ganze Welt mit Hilfe schwarzer Magie beherrschen. Egal, schließlich ziehen all die Helden wieder rostige Rüstungen an, um große Taten zu vollbringen. Sie alle betrachten sich als Retter der Welt. Tatsache ist aber, dass sie alle hier anhalten, um einen zu trinken. Ich habe alle Arten hier durchgehen sehen. Krieger, Zauberer, Priester, Mörder und nicht einer wurde wiedergesehen. So... Ich persönlich verstehe nicht, was der Unsinn soll. Vielleicht ist er etwas machthungrig und so, aber wer ist das heute nicht? Der alte Kerl bleibt immer allein. Er kümmert uns nicht und wir kümmern ihn nicht, basta. Na gut, der redet verdammt viel. Du redest verdammt viel, was? Ich bin Barmann. Die Schwachköpfe erwarten örtliches Getratsche und allgemeines Geschwätz von mir. Na, wenn du es sagst, okay, ich komme aus einer anderen Dimension, ja, das ist klar. Ich komme aus einer anderen Dimension. Wie gesagt, wir haben hier alle Arten. Okay, und wir möchten einen Wet Wizard, wenn's geht. Ich habe Durst, mach mir einen Wet Wizard. Einen Moment bitte. Ach, okay. Dann können wir. Ich bin sicher, ich habe hier unten noch irgendwo etwas Spatzensaft. Nehmen wir jetzt das Bierfass mitnehmen? Lieber nicht, der Barkeeper könnte mich sehen. Tut mir leid, Sir, ich kann im Moment keinen Spatzensaft finden. Ist schon okay, ich bin sowieso noch minderjährig. Darf es sonst noch etwas sein, der Herr? Wie wär's mit einem... Ach, okay, gut, also da müssen wir noch irgendwas machen mit dem, ich habe nur noch keine Ahnung. Na, war schön mit ihm zu reden, mach's gut. War schön mit dir zu reden, mach's gut. Bis dann. Okidoki. So, dann quaken wir mal noch mit dem Typen hier, der... Aha. Okay, der will nicht mit uns reden. Dann reden wir jetzt noch mit den Walküren. Hallo. Was willst du denn, Junge? Hö. Kommt ihr oft hierher? Wenn ich sage, dass ihr einen schönen Körper habt, würdet ihr dann sauer sein? Was tust du denn so, wenn die Sonne untergeht? Hallo. Welcher Anmachspruch ist blöder? Also ich denke mal, das hier können wir uns nicht haben. Also, da müssen wir jetzt schon irgendeinen blöden Spruch drücken. Also, kommt ihr oft hierher? Das ist gut. Also, kommt ihr oft hierher? Hast du irgendwas eingenommen, Kindchen? Raus hier. Na gut, dann probieren wir es doch nochmal.
Irgendwie müssen wir ja mit denen ins Gespräch kommen. Hi, ich mache eine Umfrage für den wöchentlichen Krieger. Würdet ihr teilnehmen? Lust auf einen Drink, ihr Süßen? Ihr beide würdet gut in meinen nächsten Film passen. Ach, ist das schön. Lust auf einen Drink, ihr Süßen? Nein. Schau, was willst du? Ich liebe dich. Ich wollte euch nur ein paar Fragen stellen. Ich will dich. Ach komm, ich weiß nicht genau, was wir jetzt machen sollen. Das ist alles so bekloppt. Ach komm, ich liebe dich. Ich liebe dich. Halt dich zurück, nerviger Minderjähriger. Ich wollte dir nur ein paar Fragen stellen. Du bist nicht etwa von einem dieser Magazine? Doch, bin ich. Na gut. Oh, okay, gut. Was wisst ihr über Solid, den bösen Zauberer? Wie sind denn eure Maße? Wollt ihr nicht irgendwas Luftigeres schlüpfen als das hier? Alles klaro. Ja, erstmal Geschäft, würde ich sagen. Wisst ihr etwas über Sordid, den bösen Zauberer? Deshalb sind wir eigentlich hier. Wir sind aus den fernen nördlichen Steppen gekommen, um gegen ihn zu kämpfen. Durch die gefährliche Wüste Kring. Nur rastend, um den bösen Stamm Veggies des Erbarmungslosen zu besiegen. Über die Ebenen des Todes und die Schicksalsfelder. Wo wir die Stadt Tormir von den dunklen Horden von Kalisch befreiten. Wir bereiten uns jetzt darauf vor, den Turm des Zauberers zu stürmen und die Welt zu retten. Wieder einmal. Aha. Okay, ja, das war das, was er gesagt hat. Viele kommen durch und keiner schafft es. Ihr seid aber nicht verheiratet, oder? Ihr seid nicht verheiratet, oder? Nein. Okay, dann ist doch gut. Oh, welche Hobbys habt ihr? Erstmal fragen wir mal, das ist ja wichtig für so ein Magazin. Menschenskinder, wir sind Reporter, wir müssen sowas wissen. Was sind denn eure Maße? Ich habe 38, 22, 34. Und ich habe 36, 24, 34. Okay, ich glaube, das waren die Zollmaße. Aber da weiß ich nicht so genau, was da passt. Aber ist nett von denen, dass sie das einfach so sagen. Welche Hobbys habt ihr denn? Welche Hobbys habt ihr? Ich töte gerne und trinke viel. Und ich mag Handarbeit und dekoratives Sticken. Und ich töte gern und trinke viel. Ach nee, das ist schön. Okay, gut. Ich will noch ein bisschen weiter fragen hier. Wir machen das Gespräch, ist aber, glaube ich, noch fertig. So, wollt ihr nicht in etwas Luftigeres schlüpfen? Wollt ihr nicht in irgendetwas Luftigeres schlüpfen? Halte doch bitte eine Minute deine Hormone im Zaum. Ist ja gut. Was tragt ihr gewöhnlich im Bett? Also, wird euch im Winter nicht etwas kalt? Die Frage ist eigentlich ganz berechtigt, so wie die hier rumlaufen. Wird es euch im Winter nicht etwas kalt? Wir haben viel Bewegung. Wenn du verstehst, was wir meinen. Okay. Wie auch immer, wie gedenken die denn in die Festung reinzukommen? Ja, es tut mir leid, die erste Folge wird jetzt etwas länger. Wir haben ja auch das ganze Intro gehabt. Wie gedenkt ihr, die Festung zu stürmen? Nun, rohe Gewalt hat uns noch nie im Stich gelassen. Aber wenn das passiert, soll uns angeblich der Druide helfen können. Aber wir können ihn nirgendwo finden. Der Druide? Aha. Tragt ihr denn so gewöhnlich im Bett? Ist ja auch eine wichtige Frage. Was tragt ihr gewöhnlich im Bett? Rüstung. Hab ich mir gedacht. Aha. Okay, wo habt ihr denn eure Rüstungen her? Was für Rüstungen das wohl sein werden? Wo habt ihr denn eure Rüstungen her? Die Schmiede der Kampfzwerge in Northgate. Wir sind nie enttäuscht worden. Gut. Oh Gott, wie viel können wir die denn noch fragen? Meine Herren, wolltet ihr schon immer Barbaren sein? Wolltet ihr schon immer Barbaren sein?
Mit 4 Jahren habe ich den ersten Kobold erlegt. Mit 7 haben wir die erste Stadt befreit. Wow! Was sind eure Ziele im Leben? Ja, wo soll das Ganze denn mal hingehen? Ich meine, irgendwann seid ihr zu alt für den Scheiß. Was sind eure Ziele im Leben? Gestern überlegten wir, ob wir die Orks vertreiben. Aber wir dachten, das ist zu einfach. Deshalb wollen wir heute Sardit töten. Na dann. Oh je, Mine, sag mal, kommen wir hier auch nochmal irgendwann mal durch? Was habt ihr denn gefrühstückt? Ja, das ist immer eine wichtige Frage. Was hat man denn so als letztes gegessen? Was habt ihr heute Morgen gefrühstückt? Koboldflocken mit Orkauge, einseitig gebraten. Okay. Oh, wir sind fast durch. Okay. So, wie viele Heldentaten habt ihr denn schon vollbracht? Wie viele Heldentaten habt ihr denn schon vollbracht? Wir sind Zweite in der ersten Liga der Barbarenjäger. Und immer noch in Führung im Wettbewerb um die Ork-Zerstückel-Trophäe. Okay, was auch immer das alles sein mag. Aber noch die ganz wichtige Frage. Ich meine, dieses tolle Rot, glaube ich, soll es sein. Ist das echt? Ist das Natur? Sind eure Haare gefärbt? Für meines nehme ich Ork-Blut. Und ich nehme Trollhirne. Okay. Damit kann man bestimmt auch wunderbar die Haare färben. Aber ich habe jetzt erstmal keine weiteren Fragen mehr. Keine weiteren Fragen, meine Damen. Bis bald. Wir raten dir, uns eine gute Wertung zu geben. Sonst... Puh, hier drin ist es verdammt heiß. Ja, und das war jetzt auch das Stichwort für diese Folge, denn wir sind eigentlich schon gewaltig drüber über der Zeit. Ich hoffe, euch gefällt mein neues Projekt. Ich hoffe, ihr habt euch auch schon ein klein wenig gelacht. Ich bedanke mich dann schon mal fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüssi!